das echt verlernt, vor der Kamera zu sprechen. Nein! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Datarossa Darts. Und heute geht es um die Neueröffnung des German Giant Dart Shops. Ich zeige euch heute ein paar Einblicke von der gestrigen Eröffnung. Und ja, wir waren bei Gaga eingeladen und hatten da echt eine super Zeit. Vielen lieben Dank da nochmal für die Einladung. Und ja, wir sind am Vorabend angereist, haben dann eine Nacht genächtigt in Savellingen und dann den Eröffnungstag miterlebt. Und der hat es in sich. Ich zeige euch jetzt gleich mal ein paar Einblicke, kommentiere ein kleines bisschen dazu, damit ihr so seht, was ist es und was gibt es so für Besonderheiten. Wir hatten dann eine richtig gute Zeit. Es wird nicht unser letzter Besuch sein und ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr in der Nähe wohnt oder auch 2-3 Stündchen dort drumherum. Ich weiß, die Spritpreise gehen aktuell durch die Decke, aber fahrt mal vorbei. Es macht einfach nur Spaß und Bock und der Shop ist wirklich schön geworden. Es ist einer der schönsten Dartshops, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Modernes Feeling und bevor ich jetzt zu viel laber, starten wir einfach mal durch mit dem Intro und dann kommentiere ich euch ein bisschen, wie es da aussieht und was ich da Spannendes entdeckt habe. Los geht's! Die können ruhig weiterreden. Das ist, das wäre nur authentisch dann, oder? So, wir sind jetzt hier im Laden angekommen, im neuen Ladenlokal vom German Giant. Ich stehe jetzt genau im Eingang. Ich drehe mich mal so ein kleines bisschen um. Ich glaube, da hinten steht er auch. Versteckt sich dort. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines bisschen, was hier so abgeht, wie die das Ganze hier gebaut haben und was wir so Interessantes entdecken können. Ich würde sagen, wir fangen dort mal direkt an. Da haben wir ja erstmal schön. Dazu muss man sagen, wir haben genau für den Moment, wo ich das gefilmt habe, das war so um die Mittagszeit, da war tatsächlich schon so ein kleines bisschen oder nicht so ein kleines bisschen ruhiger, sondern in der Mittagszeit hat man einfach gemerkt, dass dort so ein kleines bisschen das, der Kundenandrang, also es war den ganzen Tag proppevoll, so ein bisschen runtergefahren war. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen mal kurz die Musik aus, damit mir hier YouTube nicht das Video sperren. Ich laufe mal kurz durch und kommentiere so ein bisschen. Und dann fragten sie erst noch so, sollen wir denn reden? Ich so, ja, reden wir ganz normal weiter. Und als ich dann angefangen habe, wurde es auf einmal mega still. Und es wollte auch keiner so im Weg stehen und dann schwenke ich so rum, ja komm, wir gucken mal da. Und dann stand halt direkt jemand im Weg, aber also, ja, seht selbst. Ein, Skolia Home stehen, schön mit Tablet und allem, sehr schön verarbeitet und ich finde ein mega Highlight ist diese ultra coole Theke. Da war dann kurz die Speicherkarte voll, also so ganz typisch, ne, den ganzen Tag gefilmt, fotografiert, willst mal gerade hier irgendwie so den da durchlaufen und auf einmal zack, abgebrochen. Ja, so geht's. So. Dann haben wir hier einmal die Ladentheke, dann haben wir dahinter ganz viele coole bedruckte Tassen, Ultimate-Karten, den Gaga. Der ist auch bedruckt. Der ist auch bedruckt, den, der ist auch nicht zu verkaufen. Beziehungsweise den hat Target schon gekauft. gemietet. Dann sehen wir hier eine ganze Wand nur mit richtig coolen Bechern. Dann müsst ihr euch auch beeilen, da hat er glaube ich auch nur noch wenige von. Aber eine richtig, die komplette Sammlung, sogar hier Phil Taylor, Barnefeld, sogar einen ganz neuen Becher mit der Queen of the Palace, Fallon Sherrock. Ich kenne übrigens keine Anlaufstelle, wo ihr diese Becher in, ich glaube, alle neu
so gut wie alle Designs oder alle Designs, wo ihr eine komplette Sammlung kaufen könnt. Also ich war selber baff, weil davon, ich habe diese Becher mal gesammelt, habe dann getauscht. Das ist ja in der Dartszene unter Sammlern, haben die einen riesen Wert. Also so ein Becher, 5 bis 10 Euro, ist echt da ein normaler, gängiger Preis. Und da kriegt ihr komplette Sammlung, also auch wirklich seltene Becher, und die kriegt man sonst eigentlich nur, soweit ich weiß, bei den PDC-Turnieren werden die halt quasi als Trinkbecher benutzt, und ja, da muss man schon viel trinken, damit man so eine Sammlung dann an einem PDC-Tag dann da zusammenkriegt, und es ist mega cool und gehen weg wie warme Semmeln. Ja, Sammlerrahmen, Bierdeckel, auch ultra cool. Sind so Bierdeckel richtig in so einem hochwertigen Kunststoff. Guck mal, wie er schimmert. Ich habe ja auch immer gedacht, so ja, Bierdeckel für Dartspieler, ne? Also in der Kneipe kann ich ja noch verstehen. Aber tatsächlich, wenn ich hier trainiere oder abends auch mal eine lockere Runde spiele und ich habe dann da ein Getränk stehen, ich hatte immer auf dem Schreibtisch so einen Kringel. Meine Partnerin hat schon mega genervt manchmal. Auch das hier, auch ein Highlight. Das wird auch unterschrieben auf Wunsch, oder? Das wird demnächst rauskommen. Das wird demnächst rauskommen. Also da kommt wohl noch ein Beitrag zu. Haben wir hier oben Autogramme eingerahmt, richtig schön. Was ist das für ein Moment, Gaga? Wo war das? Und das hier? Das ist schon ein bisschen älter, oder? Das ist schon ein bisschen älter. Das war, komm, in Saarbrücken. Saarbrücken. Da, wo Max gewonnen hat damals. Ich weiß nicht, was das hier war. Oder ein anderes Jahr. So, jetzt gehen wir mal. Ich finde das mal raus. Hier oben haben wir noch eine richtig coole Uhr. Falls ihr euch fragt, was da die ganze Zeit so brummt, das ist der Kühlschrank. Und wenn es nicht der Kühlschrank ist, der laute Geräusche verursacht, dann war es die Kaffeemaschine, die da auch durchgängig lief. Auf einer Schiefertafel. Knaller. Super gut gemacht. Jetzt gehen wir mal in die heilige Halle der Darts. Ich drehe mich einfach mal um. Ihr seht einfach schon, wie viel Material da so rumhängt. Knaller, wir fangen einfach mal hier an. Gaga Darts, Target. Dann haben wir hier MVG, Target Agora, Kallen. Quasi das ganze Repertoire. Hier unten liegen Cases. Alles an Cases, auch die neuen Orbit Cases von Bulls. Mega. Und auf die Wand schauen. Da hängt richtig viel Material. Ja, Matten und so sind heute hier tatsächlich bei der Eröffnung schon einiges weggegangen. Dann haben wir hier ganz viel Zubehörmaterial, Schlüsselanhänger, Armbänder, was man so braucht, Schaftringe, Spitzen, ganz viele Spitzen. Apropos Spitzen, hier wird alles gewechselt mit verschiedensten Geräten. Richtig cool. Hier könnt ihr mal schauen, da haben wir alles, was das Spitzenwechslerherz ja, begehrt. Die haben wirklich die ersten 3 Stunden im Shop stand eine Person an diesen Spitzenwechsler und hat durchgängig Spitzen gewechselt. Also ich weiß selber, wie es sich anfühlt, mal 10 Sets hintereinander neue Spitzen draufzuziehen. Was man da, also da hat man wirklich mal ordentlich zu tun und auch später die Finger verkrampft und so. Manche kennen es vielleicht, wenn man ein Set neue Spitzen, aber da ging es wirklich am laufenden Band wurden da neue Spitzen eingepresst. Der Knaller, der absolute Knaller, wirklich eine gute Leistung. Und ja, könnt ihr euch hier direkt wechseln lassen. Andere Seite. Karela Emedart Automat. Das ist übrigens die Kaffeemaschine. Für alle, die auf Softdart stehen. Ich stehe ja so gar nicht auf Softdart, ne? Also, ach, diese Geräuschkulisse manchmal, ich weiß nicht, dieses
Aufprallen von Plastik auf Plastik und dieses, ich sag mal, so ein bisschen so Kirmesgedudel oder so, nee, können mich leider wirklich nicht mit reizen. Solide. Ja. Ja, ihr kennt die meisten von denen, ne? Also da habt ihr echt eine riesen Auswahl. So, dann haben wir hier unten Shirts. Gaga-Shirts. Dann haben wir hier sehr coole Sachen. T-Shirts. Stilikone. Richtig gut bedruckte Shirts. Dazu muss man auch sagen, Gaga arbeitet vor Ort mit einem, ja, wie sagt man es, Werbedrucker etc. zusammen. Der Typ, der ist echt kreativ, der hat so coole Sachen, der macht so perfekte Arbeit. Also das ist nicht irgendwie so ein T-Shirt gedruckt, was sich nach 5-mal abwäscht oder so. Ich hatte die in der Hand und sagte, es ist das Beste an T-Shirt-Druck und so, was ich in den letzten Monaten gesehen habe, und ich beschäftige mich viel mit dem Thema. Super, der macht auch diese Bierdeckel und Glassachen, was ihr eben schon gesehen habt. Grüße gehen raus, top, top. Und finde ich auch noch ganz gut, ist eine Ecke mit gebrauchten Darts. Also hier sind bespielte, leicht bespielte Darts von den Kunden, die angekauft werden können, und ihr habt hier die Auswahl, um zu schauen, ist da vielleicht das ein oder andere Schnäppchen für einen super Preis mit dabei? Auch super. Also das ist so ein kleines bisschen so die Tauschbörse dort. Ich habe mir die Darts aber mal angeguckt, also egal ob Steel Dart oder Soft Dart, da wird kein Ramsch irgendwie verkauft oder so, der mega abgespielt ist, sondern die Darts sehen teils aus wie neu. Die sind wirklich vielleicht angespielt worden oder so, aber super. Also ich könnte da auf jeden Fall ein paar Sets von mir mit dazulegen, und da kann man wirklich richtig sparen. Fand ich eine klasse Sache, auch eine Auswahl, ne? Also nicht 2-3 gebrauchte Darts dort, sondern wirklich 10-20 Dinger da liegen, auch mal für einen schmalen Groschen, wenn man sagt, hey, ich will mir jetzt vielleicht kein neues Set kaufen für 80 Euro oder so. Ich habe da teils Darts gesehen, ich glaube, es war ein Pixel-Dart von Cross, ein Soft-Dart, der sonst irgendwie 85 Euro oder so kostet. Der war da, glaube ich, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, 5 oder so lag der da rum. Super, einfach nur top. Und wenn wir hier rumgehen, hängt da halt auch noch mal ein schönes Leaderboard. Estelwand, Schafts, Flights, alles mit dabei. Hier unten auch noch ein cooler Rahmen. Noch irgendwelche Gaga-Darts mit drin. Das hätte ich gerne, aber ich habe halt auch einfach keinen Platz mehr in meinem Zimmer. Ich guck noch mal nach. Nee, kein Platz. Und da sind wir quasi schon einmal jetzt so durch den Laden durchgegangen, und ich habe jetzt diesen Moment nochmal besonders festgehalten, noch nichts zugesagt, denn das ist so eine ganz coole Ausfräsung in der Decke, so eine Einbuchtung, und da hat er Trikots aufgehangen, so im Collagen-Style, habe ich so noch nie gesehen, und habe ich bei Instagram schon gefragt, also es ist auf jeden Fall die coolste Deckendeko, die ich je gesehen habe, und auch aus dieser Idee habe ich jetzt mit meinen Trikots bin eines Tages auch schon eine neue Idee. Das machen wir dann aber auch zusammen nochmal in einem Video, da nehme ich euch nochmal mit, wenn ich das dann umsetze, aber es sieht Hammer aus. Es sieht einfach nur Hammer aus, diese Decke mit diesen Trikots dort aufgehangen. Einfach nur ein Blickfang, einfach nur schön gemacht und auf jeden Fall eine kreative Idee. Also Gaga, wenn es mit dem Dartspielen oder so nicht mehr laufen sollte, die Karriere als Raumausstatter ist auf jeden Fall für Dartzimmer gesichert. Ja, also mega. Und damit sind wir jetzt auch schon so langsam mit dem Shoppen, so mit dem groben Überblick ein kleines bisschen durch. Ich zeige euch auch hier nochmal
Wie sah der Laden vorher aus? Das Video habe ich von Gaga bekommen. Da war vorher ein Ladengeschäft drin mit so E-Zigaretten-Zubehör und so. Das hat sich aber nicht so lange gehalten und dann wurde das quasi als neuer Shop dann quasi dort aufgezogen. Und hier seht ihr mal, wie das da noch aussah. Die Theke, die haben sie drin gelassen. Diese Theke ist mega schön mit dem Holz dekoriert, man hat Platz zum Arbeiten, Spitzenwechsel, Kasse, man kann mit mehreren Leuten dahinter stehen. Es ist wirklich ein gutes Konzept geworden. Der Shop ist super hell, man hat viele Fenster, es ist nicht so die Dartshop-Atmosphäre, die man manchmal hat, so klein, dunkel, alles ausgestellt, hingehangen, sondern man hat sehr viel zu entdecken. Man hat dort den E-Dart-Automaten, man hat dort das Goya, man hat hinten nochmal das Board. Diese Riesenwand mit L-Style auch dort. Ich sag mal, von der Aufteilung her finde ich das mit dem L-Style hinten so ein kleines bisschen schwierig, weil L-Style zieht natürlich viele Kunden an und gerade jetzt beim Eröffnungstag, wenn man da mal ein paar Pfeile Probe werfen wollte oder so, was wir gemacht haben, dann muss man sich da seinen Platz halt erkämpfen, aber ja, es ist halt auch Eröffnungstag, da sind halt auch x Leute da gewesen und natürlich haben wir auch, habe ich mir dann ein bisschen Material geholt, ich brauchte unbedingt ein paar neue Flights und ein paar neue Schäfte. Wie ihr seht, wurde es dann direkt mal ausgetestet, mal Probe geworfen und natürlich auch Spaß gemacht, da mal ein paar Darts noch zu werfen. Und hier sehen wir noch ein paar Bilder. Ja, hier befüllt der Chef noch vor dem Start noch selber die Regale schnell, die letzten Sachen, die noch schnell aufgehangen werden mussten. Und ja, es war einfach ein super Tag, ein super Umfeld. Ich habe so viel Material, ich glaube, ich könnte da eine halbe Stunde Video oder so draus machen. Aber ihr sollt ja auch selber nochmal vorbeifahren, euch da selber mal einen Eindruck von machen, wie das Ganze da ausschaut. Und ja, wie gesagt, meinen Segen habt ihr, setzt euch ins Auto, wenn ihr Zeit habt, fahrt dahin. Lohnt sich auf jeden Fall, da einiges zu entdecken. Also so viel Merch, so viele coole Sachen. Also wirklich ein Highlight von Dartshop. Ja, mit Gaga selbst konnte ich gar nicht an dem Tag dann mehr so viel machen, weil der war immer unterwegs. Der hat nur die Kunden beraten, 1:1 Beratung. Die Kunden haben alle auf ihn gewartet. Ich glaube, demjenigen, der die Spitzen gewechselt hat, hat irgendwann die Hände und der Arm weh. Und ich glaube, Gaga so viele Autogramme, wie der gemacht hat und Fotos gemacht hat und so, dem tat vom Schreiben wahrscheinlich dann auch später die Hand weh. Was soll ich noch sagen? Ich sag erstmal vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Guckt euch das Ganze an und ja, ich sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch Good Darts. Bis zum nächsten Mal. Euer Dartarossa.